Herzlich willkommen bei Safety Fan System. Wieder mal aus dem wunderschönen Kloster in Hirsau. An meiner Seite ist wieder der Peter. Und heute geht es ums Thema Backfist. Ist ja ein unheimlich beliebter Schlag in der Selbstverteidigung. Es gibt viele Varianten und wir wollen euch heute mal zwei Varianten vorstellen, beziehungsweise Daniels Varianten und meine und wo die Unterschiede liegen, warum wir beide unsere Varianten so machen, wie wir sie machen. Ganz genau. Das alles gleich nach dem Intro. Als erstes starten wir mal mit meiner Variante. Ich benutze die Backfist sehr gerne eigentlich, um einen Impuls zu setzen. Gar nicht unbedingt, um den Gegner auszunocken oder sowas, sondern einfach den kurzen Impuls zu setzen, dass er kurz verwirrt ist, dass er auch einen leichten Schlag bekommen hat, dass ich danach meine schnellen Kombinationen setzen kann. Das ist der Sinn von meiner Backfist. Einfach ein blitzschneller Schlag, der dann kurz einschließt. Wenn der Peter jetzt den Schlag hier setzt, dann versuche ich hier relativ schnell den hier zu treffen, boom, und dann wieder mit meinen Kombinationen zu arbeiten. Der Vorteil ist, weil ich relativ schnell hier bin, selbst wenn er den hier fangen sollte, bin ich dadurch, dass ich eine schnelle Rückwärtsbewegung habe, kann ich auch ganz schnell mit meiner linken Hand, die gecheckt hat, wieder hinterherziehen und kann von hier aus schnelle Kombinationen setzen. Der Vorteil von der Backfist mit unserem Stand ist auch, wenn ich jetzt direkt vor ihm stehe und sein Schlag auf mich kommt, die sieht er nicht. Ich kann den Backfist auf den Unterleib ansetzen, ich kann den Backfist auf den Solarplexus ansetzen oder ich schieße, wie gesagt, gleich nach oben. Das gleiche ist auch, wenn er zwei Schläge setzen sollte. Wenn er zwei Schläge hier setzt, dann kriegt er von hier bang, und schießt von hier aus durch. Ich fische mir den Schlag relativ schnell hierher, greife von hier aus direkt nach vorne wieder den Backfist an, dass er geschockt ist und ziehe jetzt von hier aus wieder. Ganz schnelle Kombination, um ihn im Prinzip zu brechen. Bei dem doppelten Schlag, also wenn er eine Kombination angreift, habe ich aber auch wieder genau das gleiche Thema. Wenn ich den hier geholt habe und hier, kann mir jederzeit passieren, dass er meine Hand fängt. Mein Vorteil ist jetzt auch wieder, dass ich im Prinzip von hier aus ihn wiederholen kann und jetzt mal einen richtigen Schlag setzen kann. Meine starke Seite ist vorne. Das heißt, von hier aus bum bum bum. Jetzt mache ich entweder einen Paxhausschlag und schieße vor oder ich ziehe seine Hand weg und kann jetzt hier einen geraden Schlag hinterher setzen und Kombination setzen. Der Vorteil ist einfach bei der Backfist, dass man die Backfist für mich jetzt, dass ich sie nicht einschlag und meinen Druck nach vorne setze, sondern dass ich eigentlich versuche, einen schnellen Schlag zu setzen. Bum bum bum. Und genau das ist es. Seine Hand fällt mit meiner Hand wieder ins Nichts und dadurch kann ich wieder angreifen. Was auch nochmal ganz gut unseren Stand und die Backfist zeigen kann, ist, wenn er mit einem Schwinger angreift. Dadurch, dass der Peter ziemlich lange braucht, eigentlich einen Schwinger zu setzen, selbst wenn er einen guten Schwinger setzt, ist der Bereich hier immer offen. Und das ist genau da, wo meine Backfist nachher hochläuft. Boom. Hier schießt sie direkt hoch. Ich versuche, die Hand zu blocken. Dadurch aber, dass ich mit meiner Backfist nach vorne schieße, kommt da gar nicht mehr viel an, weil im Prinzip ich bin so weit in ihm drinne, dass sein Schlag sogar hier hinten an mir vorbeigeht, selbst auf meine Schulter gehen würde. Trotzdem kann immer was passieren, gehe ich hier mit meiner Hand dazwischen. Gib ihm wieder hier diesen lockeren Schlag und setze jetzt hier mit meiner gesamten Power, mit meiner ganzen Körpermechanik, boom, den hinterher. Das hier, bam, boom, boom, boom. Das war so viel zu meinem Backfist, kurz nochmal zusammengefasst. Ich benutze ihn wirklich nur, um Impulse zu setzen, um eine starke Kombination hinterher zu setzen und blitzschnell auf präzise Punkte zu gehen. Das ist im Prinzip meine Backfist. Jetzt möchte ich euch kurz was zu meiner Variante sagen. Ich nutze die Variante Backfist eher aus der Nicht-Nahdistanz, sondern eher aus der Ferne. Wenn ich merke, Mensch, es entsteht Stress oder mein Gegner kommt ziemlich adrenalingeladen schon auf mich zu oder ich weiß, es ist unausweichlich, dass es gleich knallen wird, dann nutze ich unseren Stand, den wir in unserem System immer stehen. Ihr kennt ihn ja schon aus anderen Videos. Und versuche mich in Position zu stellen. Die Hand hängt,
Die benutze ich gerne zum Faken, weil was wird er tun? Er fokussiert sich auf die Hand, er ist im Tunnel, er wird es hier gar nicht mehr sehen, was hier unten passiert. Und im Endeffekt lasse ich ihn bis zu einem gewissen Punkt an mich rankommen und dann geht's los. Dann versuche ich mein Backfist einzusetzen und das muss ich halt gut timen können und dann gucke ich, was passiert, und dann komme ich rein. Ja, also ich versuche einfach, ihn nicht an mich ranzulassen und ich versuche eigentlich meinen Backfist als den gezielten Schlag einzusetzen, in der Hoffnung, dass es danach beendet ist, beziehungsweise wenn nicht, dann ist er schon ziemlich beeindruckt und ich kann trotzdem weitermachen. Ich möchte euch jetzt mal einfach mit zwei Schlägen zeigen, nur als Beispiel, wie ich sie gerne einsetzen würde oder wie ich sie einsetze. Das wäre so die erste Variante. Oder aber wenn ihr eben mit einem normalen geraden Schlag kommt, kann ich auch unten reingehen und schon mal einen Impuls setzen. Ich denke, dass ich da schon das erreiche, was ich erreichen möchte. Er ist auf jeden Fall gestoppt. Er geht möglicherweise auch runter. Auch da kann ich sicherlich weitermachen. Was auch noch dazu ein Faktor ist, ich habe mich gerade wirklich nur auf ihn oben konzentriert. Wenn ich hier, wie auch gehabt, ich einen schnellen Schlag mache und womöglich noch ausatme dabei und Peter trifft mich in dem Moment wirklich so der Plexus Magen gegen, dann würden die Lichter ausgehen. Vor allem, ich wüsste gar nicht, was ich als erstes machen sollte. Meine normale Reaktion ist ja darauf, dass ich meine Deckung dann runterziehe. Was in diesem Fall ja auch noch tödlich wäre. Weil er im Prinzip auch nur noch auf das wartet, dass ich meine Deckung runterziehe. Also auch eine sehr, sehr gute Variante für die Backfist. Und vielleicht noch als letzte Variante, der typische beliebte Straßenschwinger, der oftmals nicht perfekt ausgeführt ist. Oftmals sind die Bewegungen eben sehr weit, sehr lang. Da habe ich natürlich leichteres Spiel. Ich muss einfach nur direkt durchschießen. Also ich denke, da komme ich sehr schnell und effektiv durch und habe sogar möglicherweise die Zeit, zwei davon zu setzen. Und ich denke mal, dass ich dann zumindest gut wegkomme. So, jetzt habt ihr beide Varianten mal gesehen. Ich würde es einfach nochmal zusammenfassen. Viele Vorteile beim Peter seiner Variante ist einfach, wenn Peter mit seiner Hand durchkommt und den Schlag setzt und das Ding einscheppert, ich sag mal, zu 90% ist vorbei. Plus, dass ich mich erstmal nochmal fangen muss und überhaupt realisieren muss, was ist gerade passiert, hat der Peter alle Zeit der Welt, um im Prinzip den Kampf zu beenden. Meine persönlichen Vorteile, was ich finde, sind einfach, ich bin dauerhaft im Fluss. Ich kann durch diesen Backfist dauerhaft weitermachen. Ich kann Kombinationen setzen und immer weitermachen, immer weiter, bis ich den Gegner schlussendlich dann geknackt habe. Uns würde jetzt einfach mal interessieren, passen die Varianten auch zu euch? Habt ihr noch vielleicht was Besseres? Dann schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, bitte abonniert uns, aktiviert die Glocke, dass ihr jederzeit neue Videos von uns bekommt. Dann sage ich mal vielen Dank, Peter. Und ich danke an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.